hatten. Und ich darf euch mal nach vorn bitten. Jetzt habe ich meinen Zettel liegen lassen. Vivian, Niklas und Joni. Joni. Oh, danke, danke. Es ist gut, wenn man Brüder hat, die einen helfen. Kommt mal nach vorn. Ihr habt uns dieses Wochenende sehr erfreut, aber nicht nur uns, sondern auch Campfire. Wir haben ja einen wunderbaren Synergieeffekt mit Campfire, sodass wir da ganz viel Gutes miteinander tun können. Und ihr seid so ein Geschenk für uns. Danke sehr. Niklas, ich soll dir das geben hier. Das haben mir die Techniker mir gesagt. Ich bin Corona-frei, brauchst keine. Ich habe mich testen lassen. Also der Test hat nur einen Balken gezeigt. Also von daher. Niklas, erzähl mal. Du warst ja vor 2 Jahren schon mal hier. Ja. In unserer Gemeinde. Das stimmt. Ja, kannst du dich erinnern noch? Ja. Ja. Es sind ein paar neue Gesichter, die kennen dich noch nicht alle. Also das will ich schon mal sagen. Das ist schön. Was hat sich bei dir so verändert? Bei mir hat sich eine ganz wesentliche Sache verändert. Und zwar bin ich mit dieser wundervollen Frau neben mir verlobt. Und in 2,5 Monaten dann auch verheiratet. Ja. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Freude in eurem jungen Miteinanderleben. Und ja, alles andere dürft ihr dann erfahren. Vivian, ich komme mal zu dir. Vivian, wie war es für dich so? Ich muss ein bisschen Abstand halten, ja. Gib ihr mal das Mikro, das ist gut, ja. Vivian, du bist ja das erste Mal hier und sag mal so ein paar Schlagworte. Was ist dir aufgefallen? Ja, sehr gerne. Mir wurde im Vorhinein schon viel Gutes hier über diesen Ort erzählt und ich habe mich sehr gefreut, nach Schneeberg zu kommen und mich berührt es immer besonders, mehrere Generationen zusammenzusehen. Und ja, hier sind so viele Kinder, junge Leute habe ich gesehen und ja, bis ins hohe Alter hinweg. Und ich sehe so eine Einheit und so eine Familienatmosphäre. Und das berührt mich so zu sehen, wie in dieser familiären Atmosphäre so ihr euch nach Gott ausstreckt. Ja, ich glaube, das ist richtig himmlisch und königlich. Dankeschön. Oh, das hören wir gerne. Ja, Joni, du bist auch das zweite Mal da. Ich denke, du warst auch schon mal mit bei uns hier. Und ich habe dich immer rumwirbeln sehen. Hier, also ich sage, das ist der begabteste Techniker, den ich kenne. Ich kenne noch einen, der ist ein bisschen weniger, das ist mein Bruder, der in Karlsruhe, Durlach, in der Ecclesia-Gemeinde. Aber sag du mal so, wie ist es dir ergangen? Wie waren so die Schulung, das ganze Miteinander, die Mitarbeiter? Waren die lieb oder waren die knatzig oder wie waren das so? Ihr habt ja ein Seminar gemacht, einen Lobpreisabend von Campfire aus. Wie ist es dir so ergangen? Ja, erzähle ich gerne kurz. Also ein Highlight für mich sind einfach Menschen. Und das geht über unsere Hosts, Tamara und Ruben, hin über meine Hosts, bei denen ich sein durfte. Ich durfte bei den Meyers übernachten. Und ich bei jedem Einzelnen, auch gestern bei dem Seminar, was wir hatten mit den Lobpreisern von dieser Gemeinde. Eine Sache, die mich so berührt, sind eure Herzen und eure Herzlichkeit. Ich liebe das so sehr. Der Ort heißt ja Schneeberg, aber ich finde, ihr seid genau das Gegenteil von dem, was Schnee ist. Und zwar total, ja, so warmherzig. Ihr habt so eine Nächstenliebe. Also da nehme ich so viel mit für mich. Auch in der Großstadt in Nürnberg, in der ich wohne. Einfach, ja, meinen Nächsten zu lieben. Ey, das kann man wirklich von euch lernen. Und ich denke, das ist wirklich ein Highlight von mir gewesen. Aber wir hatten eine super Zeit. Also wir konnten so viel von euch mitnehmen. Und ich denke, wir konnten auch so viel Gutes weitergeben, was wir schon lernen durften. Ja, Jesus ist hier. Ey, das ist so gut. Du kannst das Mikrofon schon mal dem Niklas geben. Der Niklas wird heute uns die Predigt halten und ich freue mich drauf. Das ist schön, wenn du als Pastor mal so unten sitzen darfst und mal zuhören darfst, wenn die nächste Generation antritt. Ich sage euch, das ist ein Privileg. Ja, und ich genieße das auch. Also ich werde deine Predigt nahe genießen. Also das, und ich bin gespannt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Aber wir wollen für euch beten, für euren Dienst, euren Weg. Und sind sehr dankbar, dass ihr hier seid und uns helft, uns Impulse gebt. Wir haben gemerkt, als Gemeinde und auch für Campfire, denke ich, kann ich das sagen, dass solche Außenimpulse für uns ganz wichtig sind.
Sonst fängt man an, im eigenen Saft zu schmoren und irgendwann stinkt es dann. Und da brauchst man manchmal so Öl des Heiligen Geistes so wieder rein in die Pfanne, dann wird das Steak richtig saftig. Steht ihr mit auf zum Gebet? Ja, Joni, dir will ich noch sagen, also viele reden von Erderwärmung, es liegt meistens an uns hier in Schneeberg. Nee, ist ein ernsthaftes Thema, Erderwärmung, aber ich fand es jetzt als Steilvorlage so gut. Der war gut. Ja, Herr, ich danke dir für das Team. Ich danke dir für den Niklas, für die Vivienne und für den Joni, die jetzt hier sind und jetzt den Weg auf sich genommen haben, und um uns zu dienen, um Campfire zu dienen, und auch hier den Gottesdienst, die Predigt, die dann der Niklas halten wird. Ich segne ihn in deinem Namen, Jesus, dass er deine Weisheit bekommt, deine Worte hat, Herr. Ich danke dir dafür, dass er sich gebrauchen lässt, und ich segne dann auch die Rückfahrt später und ihren Dienst, den sie tun, und auch durch die Musik Menschen erreichen und dich loben, Herr. Ich danke dir für die drei und für alle, die dir noch drumherum sind. Hab Dank. Amen. Wunderschön, danke für den warmen Empfang. Und ja, wir hatten wirklich eine gute Zeit hier die letzten Tage. Gestern hatten wir einen Workshop mit den Lobpreisleitern, mit Björn, mit Kevin, Sarah, Sebastian und dann auch der ganzen Lobpreisgemeinschaft. Und ich will euch mal ein Kompliment machen als Band. Ich fand, ihr habt heute mit so einer Hingabe und Liebe Jesus gedient und ihn angebetet. Das war so schön, das war so ein schöner Klang von euren Herzen, von eurer Anbetung. Dafür können wir mal einen Applaus geben. Ja, und Jesus hat mir ein Thema aufs Herz gelegt und den Titel dazu: Ausgesondert für seine Herrlichkeit. Ausgesondert für seine Herrlichkeit. Und ich habe dazu einen Bibelvers, den Gott mir in der Vorbereitung gezeigt hat. Der steht in Jesaja 66, Vers 1. Und da steht: So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Und ihr habt ja hier ein wunderschönes Haus gebaut. Das ist ja auch eine Sache, die sich bei euch verändert hat, seitdem ich das letzte Mal da war. Es sieht wirklich toll aus. Kompliment an alle, die das mitgestaltet haben und mit im Bau sich investiert haben. Es ist wirklich ein wunderschöner Saal. Aber Gott fragt: Wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Gott sucht nach einem Ort, wo er seine Gegenwart lagern kann, wo er kommen kann und ruhen kann mit seiner Herrlichkeit. Und ich habe gespürt, wie Gott sagt: Ich habe diesen Ort erwählt als meinen Ruheplatz. Ich habe Schneeberg erwählt als meinen Ruheplatz. Und Gott hat dich auch erwählt als Träger seiner Herrlichkeit und als Ruheplatz, wo er auf dich kommt und auf dir ruht. Und wenn du dir die Bibel anschaust, dann siehst du, dass Gott immer nach so einem Ort gesucht hat, wo er ruhen kann, wo er kommen kann und bleiben kann mit seiner Gegenwart. Wir sehen es beim Zelt der Begegnung, die Stiftshütte von Mose, dann das Zelt Davids und der Tempel Salomons. Aber wir wissen, dass diese Orte nur ein Vorgeschmack waren auf das, was Gott eigentlich vorhatte, was er eigentlich geplant hatte. Die Herrlichkeit, die noch kommen sollte, eine größere Herrlichkeit als die des alten Bundes. Und das sehen wir zum ersten Mal bei Jesus. In Johannes 1, Vers 14 sehen wir, da steht: Das Wort, das ist Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ich finde das sehr, sehr interessant, diesen Vers: Jesus wohnte unter uns. Wenn man mal in den Urtext schaut, dann ist das Wort, das für wohnte gebraucht wird, das Wort skeino. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Aber dieses Wort heißt übersetzt Zelten oder Wohnen wie Gott in der alten Stiftshütte. Also Jesus war ein wandelndes Zelt der Begegnung. Er war die wandelnde Stiftshütte. Er war der erste Zeltmensch, ein Zelt, das aufgestellt war auf der Erde, wo der Himmel bis zum Überschwappen wohnte. Ja? Also die Herrlichkeit, Jesus war bis zum Rand voll mit der Herrlichkeit Gottes. Und er ließ sein Leben für uns, damit wir seins haben können. Er hat uns zu dem gemacht, wer er war. Wir sind jetzt ein wandelndes Zelt der Begegnung. Dieses Vokabular ist vielleicht ein bisschen fremd für deine Ohren. Wir kennen eher das Vokabular aus 1. Korinther 6, Vers 19, wo Paulus sagt, ihr aber seid der Tempel des Heiligen Geistes. Zelt oder Tempel, ich finde beides ziemlich cool. Auf jeden Fall bist du der Ruheort von Gottes Herrlichkeit und von Gottes Gegenwart, wo er wohnt, wo er wohnen möchte und wo er auch bereits wohnt. Aber wir wissen, bei Gott, er kann immer noch eine Schippe drauflegen. Er kann immer noch mehr von seiner Gegenwart geben und danach strecken wir uns aus. Willst du ein Zelt für Jesus sein? Ich auch. Aber sind wir uns bewusst, was das für ein Privileg ist? Wir haben es gerade eben gesungen, Gottes Gegenwart ist das Kostbarste, was wir haben. Und das ist ein Satz, den sagen wir bei uns in Nürnberg häufig bei Garden Encounter, bei dem übergemeindlichen Dienst, wo wir drei dabei sind, so ähnlich wie Campfire ist das. Gottes Gegenwart ist unser größter Schatz. Aber sind wir uns dem bewusst? Es ist ein gewaltiges Privileg. Wir lesen im Alten Testament viele Geschichten, wo wir sehen, da war das nicht so. Die hatten nicht dieses Privileg. Wir lesen zum Beispiel bei Mose, 2. Mose, ich habe mir den Bibelvers nicht aufgeschrieben, ich glaube Kapitel ja, so 20 rum. Da sehen wir, dass Mose ein Zelt außerhalb des Lagers vom Volk Israel aufschlug und er nannte es das Zelt der Zusammenkunft. Und es geschah dann, dass jeder, der den Herrn suchte, zu diesem Zelt ging. Aber wenn Mose hinausging zum Zelt, lesen wir in Vers 8, dann stand das ganze Volk auf. Stellt euch das mal bildlich vor. Mose geht zum Zelt, um Gott zu begegnen. Das ganze Volk steht auf. Und jeder Mann blieb stehen am Eingang des Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Es waren schon ein paar Menschen, ne? Das Volk Israel. Und dann geschah es, wenn Mose in das Zelt hineinging, Vers 9, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redete mit Mose und Gott redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich jeder am Eingang des Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und was mich hier so gewaltig berührt, ist, dass Mose das Privileg hatte, in Gottes Gegenwart zu sein, mit ihm zu reden wie mit einem Freund. Aber das ganze Volk stand draußen und schaute ihm dabei zu. Und ich glaube schon, dass das Volk Israel eine Ehrfurcht hatte vor der Gegenwart Gottes. Aber sie hatten keine persönliche Beziehung zu ihm. Sie hatten keine Beziehung zu Gott. Und du kannst ehrfürchtig sein vor Gottes Gegenwart. Du kannst gottesfürchtig leben, ihn ehren, ohne jemals einzutreten in das Zelt der Begegnung in dir. Begegnung
mit ihm, konstant, jede Zeit. Er ist immer da, er wohnt in dir. Und du darfst ihm begegnen von Angesicht zu Angesicht und reden mit ihm wie mit einem Freund. Also du bist der Tempel des Heiligen Geistes oder das Zelt des Heiligen Geistes, der Wohnort von seiner Herrlichkeit. Glaubst du, es kann noch besser werden? Das wäre ein guter Zeitpunkt für ein Halleluja gewesen. Amen. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 5. Und übrigens danke, dass ihr mich hier so direkt einsteigen lasst. Also ich schieße ja auch ganz schön los hier. Aber wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Also du bist einmal ein Tempel des Heiligen Geistes und dann bist du ein Stein. Tempel, Stein. Du stehst morgens auf, sonntags morgens. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du setzt dich ins Auto, fährst zur Gemeinde. Du bist der Wohnort des Heiligen Geistes. Dann trittst du hier vorne durch die Tür, kommst zusammen mit deinen Brüdern und Schwestern. Du bist ein Stein. Und gemeinsam bauen wir einen riesigen Tempel, ein riesiges geistliches Haus für die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes. Amen. Und das ist, was passiert, wenn wir zusammenkommen in Einheit, vor Gottes Thron, in seiner Gegenwart. Wir lesen in diesem Vers aber, dass das Besondere an diesem Tempel ist, wir sind ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Das klingt für mich ganz schön stark nach Lobpreis. Wenn du gewettet hast, dass ich noch zu diesem Thema komme, herzlichen Glückwunsch. Also in diesem geistlichen Haus, das wir gemeinsam bauen, bringen wir Opfer des Lobpreises. Aber ich will dir erstmal einen Vorschlag machen, bevor wir zum Thema Lobpreis nochmal kommen. Will ich dich fragen, ist es vielleicht möglich, dass Gott uns deshalb zu einem riesigen Tempel zusammenbauen will, damit er mit noch einer größeren Gegenwart kommen kann, als er sowieso schon in uns lebt? Ich glaube, es liegt eine neue, eine andere, vielleicht eine größere Dimension seiner Gegenwart auf unserer Gemeinschaft, auf der Gemeinschaft der Gläubigen. Nicht, dass du Gott auch alleine erleben kannst, das ist klar. Aber er hat etwas Besonderes auf diesen Gottesdienst in der EFG Schneeberg um 9.30 Uhr gelegt. Und Jesus sagt ja auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Moment mal, Jesus, du bist doch auch mitten unter mir, wenn ich alleine bin. Wieso sagt Jesus denn das eigentlich? Ich glaube, er sagt es, weil er betonen will, dass ich mitten unter euch anders ist als ich mitten in dir. Es ist ein anderes Erleben von seiner Gegenwart. Wir können ihn anders sehen, ihn anders greifen, anders in seine Herrlichkeit eintauchen. Es gibt eine Dimension der Gegenwart Gottes, die können wir nicht alleine in unserem stillen Kämmerlein erleben. Die erleben wir in der Gemeinschaft seiner Kinder. Und auch genauer gesagt, glaube ich, dass wir diese tiefere Dimension von seiner Gegenwart in Einheit erleben. Und hast du das schon mal erlebt, dass du in einem Raum warst, in einem Gottesdienst, vielleicht in einer Lobpreiszeit, und es gehen alle in dieselbe Richtung. Alle Augen sind fixiert auf Jesus. Und alle gehen in dieselbe Richtung. Hast du mal erlebt, wie dann Gottes Gegenwart im Raum ist? Wie stark er präsent ist, wie real
er wird. Ich habe das immer erlebt in meiner Zeit, in meiner Bibelschulzeit in Kalifornien, wo ich auch in der Bibelschule war, wo auch Ruben und Tamara waren. Da durfte ich mit einem Freund zusammen einen Lobpreisabend immer leiten, alle zwei Wochen für die Deutschen dort. Wir haben einen deutschen Lobpreis in Kalifornien gemacht. Und es war so, dass wir alle miteinander einfach die Vision hatten, wenn wir zusammenkommen, und wir waren dann immer so 40, 50 Leute bei uns zu Hause im Wohnzimmer, dann wollen wir Jesus anbeten. Dann legen wir unsere Agenda an der Tür ab und treten ein in seine Pläne für den Abend und lassen uns vom Heiligen Geist leiten und schauen, was er für uns hat. Und dann war das immer so, die Leute waren zusammen, der Hunger war schon so wie so elektrisch zu spüren in der Atmosphäre, und dann wurde der erste Akkord angespielt und alle waren schon in der Anbetung. Alle haben schon Jesus gesungen und gerufen und gebetet und waren einfach drin, weil alle hatten dasselbe Ziel. Alle wussten, hier geht es jetzt nur darum, Jesus groß zu machen, ihm zu begegnen und ihn zu erleben gemeinsam. Und das war jedes Mal so eine gewaltige Explosion von seiner Gegenwart. Wir wussten manchmal gar nicht, was wir machen sollen. Also es war manchmal so, es hat auch keinen Sinn mehr gemacht, dann irgendwie noch Lobpreis zu machen oder noch irgendwas zu tun, weil Jesus war da und es war für alle offensichtlich. Aber das beste Beispiel für Einheit, ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Das beste Beispiel für Einheit finden wir in Apostelgeschichte 2. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Also wir lesen hier, dass die Jünger einmütig zusammen waren. Und dann kam der Heilige Geist. Dieses Wort, das da steht für einmütig, ist das Wort homothymadon. Okay? Und das bedeutet einträchtig, einstimmig, im Einklang. Die Jünger hatten dasselbe Ziel. Sie hatten denselben Fokus. Sie hatten eine Einheit über den Grund ihres Zusammenseins. Und was wir einfach sehen ist, der Heilige Geist liebt Einheit. Er wird angezogen von unserer Einheit. Jedes Mal, wenn wir in Einheit zusammen sind, kommt der Heilige Geist. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass das nicht nur einmal passierte, sondern immer wieder. Schon zwei Kapitel später lesen wir, und ich kürze es mal ein bisschen ab, als sie hörten, was ich glaube Petrus erzählte, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Und als sie gebetet hatten, bebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und es ist wieder dasselbe Wort, homothymadon, als sie einmütig ihre Stimme zu Gott erhoben, bebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jedes Mal, wenn wir in Einheit zusammenkommen, dann kommt der Heilige Geist. Dann kommt Gottes Gegenwart, dann kommt er in den Raum und füllt alles aus. Und weißt du, was so ein großer Einheitsbringer ist? Weißt du, was ein großer Vereiner ist? Es ist, Jesus anzubeten. Wir können alle unsere Differenzen über Theologie haben. Du kannst völlig anderer Meinung sein als ich in manchen Glaubensfragen. Oder vielleicht auch im Stil, wie ich Sachen mache. Aber die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und das ist, Jesus ist würdig, angebetet zu werden. Und das können wir alle unterschreiben. Da können wir alle übereinkommen. Wenn hier eine Lobpreiszeit ist, wir können alle darüber einkommen, Jesus ist würdig. Er ist unser König. Er ist unser Retter. Und wir lieben ihn. Und wir wollen ihn anbeten. Wir wollen ihn
unsere Herzen ausschütten. Das ist unverhandelbar. Und ich will dir mal drei Dinge so praktisch aufzeigen, die wir tun können, um Einheit zu bringen in unserem Lobpreis. Das erste ist, mach dich bereit, komm und mach dich bereit anzubeten. Bring dich schon mal in die Position. Also wenn das Lobpreisteam, wenn die Lobpreiszeit kommt, der Ablauf ist immer so ein bisschen ähnlich bei euch, glaube ich, mach dich schon mal bereit. Steh schon mal auf. Werd ready, um Jesus anzubeten. Und wenn dann die Band den ersten Akkord anspielt, dann kannst du schon mal deine Hände öffnen, wenn du magst. Kannst du mal sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich für dich, um dich anzuschauen, um von dir zu empfangen, um dir zu sagen, was du mir bedeutest. Und wenn sie dann anfangen zu singen, dann hebst du deine Hände und sagst, Jesus, ich liebe dich. Und vom ersten Moment an tauchst du ein und tauchen wir alle gemeinsam ein in das, was Gott vorbereitet hat in dieser Zeit. Aber kennst du es manchmal, dass du irgendwie nicht so in den Lobpreis kommst? Oder dass du spürst so irgendwie, gerade ich spür's nicht so. Ich habe eigentlich gerade eher Lust, mal so ein bisschen meinen Gedanken nachzugehen, vielleicht die Woche zu reflektieren, mal kurz ein bisschen zu entspannen, es ist ja immer so viel los. Was kannst du tun, wenn du nicht in den Lobpreis kommst? Früher habe ich versucht, mich selber in den Lobpreis zu pressen. Ich habe einfach gesagt, ich entscheide mich, Jesus anzubeten. Ich singe jetzt für dich, Jesus. Und manchmal braucht es auch so eine Entscheidung, das ist manchmal gut. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, dass ich überhaupt nichts aus mir selber heraus produzieren kann. Es ist ein Kreislauf. Gott gießt auf mich aus und dann gebe ich ihm daraus etwas. Er gießt auf mich aus und dann schütte ich meinen Lobpreis aus. Alles, was du Jesus je geben kannst, kommt von ihm. Er hat sie zuvor gegeben, sonst kannst du es ihm nicht geben. Es ist ein Überfluss, Gottes Überfluss. Und wenn du nicht in Lobpreis kommst, dann empfang doch erstmal von ihm. Dann lass dich erstmal füllen von ihm. Dann öffne doch deine Hände oder leg die Hand auf dein Herz und sag, Jesus, ich empfange jetzt von dir. Komm, berühre mich. Berühre mich neu mit deiner Liebe. Weil Lobpreis ist immer ein Überfluss von dem, was Gott zuerst dir gegeben hat. Und wenn du seine Liebe genug empfangen hast, dann wirst du auch spüren, dass in dir Liebe da ist, die du Jesus geben willst. Aber wir können nicht aus einem leeren Herzen heraus Jesus lieben. Das zweite ist, also das erste war, mach dich bereit, bring dich in Position, um Jesus anzubeten. Und das zweite ist, fixiere Jesus und verliere dich in ihm. Fixiere Jesus, es geht ja nur um ihn. Es ist ja auch nicht so wichtig, was die Band vorne macht, ob sie dein Lieblingslied spielt, ob sie sich vielleicht mal auch fair spielt. Es ist doch egal. Wir sind doch hier für Jesus. Und dann schau doch einfach ihn an und verlier dich in ihm und lass dich von ihm in die Anbetung führen. Seine Schönheit ist es, die uns in Anbetung führt. Und davon, ja, ich meine, klar kann mal was ablenken, aber dann schau halt wieder zu Jesus. Dann richte deinen Blick halt wieder zurück auf Jesus. Und wenn wir alle auf Jesus schauen, dann Das ist das Beste, was Einheit bringt in den Raum. Und wo Gott dann auch mit seiner Gegenwart eine Schippe drauflegt. Das dritte ist, geh mit dem Fluss des Heiligen Geistes. Geh mit dem Fluss des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat eigentlich immer was vor. Also er will immer auch irgendwas tun, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Es ist keine Einbahnstraße. Es ist nicht nur, dass wir Lobpreis bringen und Gott gemütlich auf seinem Thron sitzt,
sondern Gott ist wirklich immer am Überfließen. Also er ist wirklich immer am Geben und der rollt immer wieder ein neues Fass an, was er dann ausschütten möchte über uns. Und ich habe gestern auch mit den Lobpreisleitern geredet und eure Lobpreisteams lieben das Wirken des Heiligen Geistes. Sie erwarten, dass der Heilige Geist kommt und dass er tun möchte, was immer er will. Und dafür sind sie bereit, ihm Raum zu geben. Und sie sind bereit, Risiken einzugehen, um dem Heiligen Geist zu folgen. Und wenn sie das tun, dann komm mit, dann folge ihnen, steig mit ein. Mach es ihnen leicht, ein Risiko einzugehen. Feuer sie darin an. Wenn sie einen prophetischen Moment leiten oder ein spontanes Lied singen, sei der Erste, der mitsingt. Sei der Erste, der mit dabei ist. Du kannst auch noch einen Schritt weiter gehen und den Heiligen Geist fragen, was er gerade tun will im Raum. Was er während des Lobpreises tut. Wenn Jesus kommt, dann bringt er immer Geschenke mit. Dann fängt er an, Menschen zu heilen. Er berührt Herzen. Er tauscht Trauergewänder gegen Freudengewänder. Er bringt Freiheit. Er bringt Wunder mit. Er befreit. Und dann kannst du damit fließen, mit dem, was der Heilige Geist dir zeigt. Kannst sagen, ja, danke Jesus, dass du hier die Freiheit bringst. Dann kannst du der Erste sein, der hineintritt, der anfängt zu tanzen, der anfängt etwas zu tun, was Freiheit bringt in den Raum. Also geh mit dem Fluss des Heiligen Geistes. Und ich will jetzt nochmal zurückkommen zu dem Tempel und zu dem Zelt und zu dem Ruheplatz für Gottes Herrlichkeit. Weil es wäre einfach zu schade, das hier links liegen zu lassen, diese Bibelstelle, die jetzt kommt. Denn als Salomo den Tempel fertig gebaut hatte, ließ er die Bundeslade des Herrn holen. Und das ist für mich eine abgefahrene Story. Salomo versammelte die Ältesten von Israel, alle Häupter der Stämme. Und dann ließ er die Bundeslade holen. Und König Salomo und die ganze Gemeinde standen mit ihm vor der Bundeslade und opferten Schafe und Rinder, so viele, dass man sie wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte. Lobpreis. Und ein paar Verse später, Vers 10. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und ich glaube, Gott möchte so stark einbrechen hier in dieses Haus, das ihr eben gebaut habt. Er möchte so stark einbrechen mit seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes, wenn man das im Urtext anschaut, Herrlichkeit kommt von schwer. Die Schwere Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist die Schwere Gottes. Das ist, wenn seine Gegenwart so da ist, dass alles andere sein Gewicht verliert. Alles andere verliert die Bedeutung, denn Jesus wiegt so schwer. Und das ist, was Gott vorhat für euch. Ihr seid auserwählt als eine Landebahn für sein Wirken, eine Landebahn für den Heiligen Geist. Und du kannst damit einstimmen und sagen, so wie Mose das gebetet hat, ich will deine Herrlichkeit sehen. Jesus, hier in der EFG Schneeberg, heute in der Lobpreiszeit, Jesus, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Mose war noch alleine. Nur er konnte eintreten in diese Herrlichkeit. So wie es in dem Vers steht, Mose 20, 18. Das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr. Sie alle nahmen Gottes Gegenwart wahr. Aber dann steht da,
Das Volk stand von ferne. Mose aber näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Kannst du dir vorstellen, wenn da stehen würde, die EFG Schneeberg aber näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Ich glaube, Gott hat so Gewaltiges vor. Wir haben so ein Privileg. Wir dürfen alle gemeinsam hineintreten in diese Wolke von seiner Herrlichkeit, wo er wohnt, wo er ist, wo wir ihm begegnen können. Und manchmal ist das beängstigend, wenn wir so in sowas Unbekanntes hineintreten. Was Gott vorbereitet hat. Es ist vielleicht manchmal nicht die Komfortzone. Es ist manchmal nicht bequem. Aber wir dürfen wissen, dass Gottes Gegenwart nicht beängstigend ist. Seine Gegenwart ist seine Güte. Und wenn du hineintrittst in das Dunkel, dann kannst du es mit weit ausgestreckten Armen tun. Weil du weißt, dort warten bereit weit ausgestreckte Arme auf dich, um dich in den Arm zu schließen. Es ist ein mächtiger, herrlicher Gott, aber unendlich gütig und gnädig, der dich über alles liebt. Wenn du magst, kannst du einfach gerade deine Augen schließen und vielleicht stellst du dir mal vor, und Juni und Vivi können schon mal nach vorne kommen. Vielleicht stellst du dir gerade mal einfach vor, wie Gott vor dir ist, wie er wie so eine Wolke vor dir ist. Eine Wolke von seiner Gegenwart. Und aus dieser Wolke sprechen die liebevollen Worte des Vaters an euch, an die EFG Schneeberg. Komm, kommt zu mir. Tretet ein in eine neue und tiefere Dimension von meiner Gegenwart. Ich will mich euch zeigen. In meiner Herrlichkeit, in meiner Güte. Komm, trete ein. Ja, und wir haben gerade diesen Satz gehört, Gottes Herrlichkeit ist seine Güte. Als Gott an Mose vorbeizog, dann hat er gesagt, du kannst meine Güte sehen. Und ich habe so einen großen Tisch gesehen, der hier vorne aufgebaut ist und der ist reich gedeckt. So wie das so in Psalm 23, Vers 5 steht, Gott hat uns den Tisch reich gedeckt. Und ich glaube, das gilt so für euch als Gemeinde, hier ist so ein großer Tisch aufgebaut mit Geschenken Gottes, mit reich gefüllten Essen und Kostbarkeiten und Geschenken. Und ihr seid alle eingeladen, an diesen Tisch zu kommen. Der Tisch ist bereitet für euch. Jesus hat für jeden Einzelnen für euch etwas bereitet an diesem Tisch. Geschenke bereitet für euch und ihr dürft kommen. Und Jesus lädt euch ein und sagt, kommt heran, kommt an diesen Tisch, es ist bereitet. Und für jeden Einzelnen ist etwas da. Und an diesem Tisch ist Einheit und jeder ist eingeschlossen. Jeder ist wichtig, für jeden ist etwas da. Und ich hatte auch so dieses Wort Versorgung. Gott versorgt. Gott versorgt unseren Körper und unsere Seele und unseren Geist. Und wenn wir uns auf den Weg machen, er will uns versorgen, er nimmt uns nicht Dinge weg, sondern er beschenkt uns, er versorgt uns, er ist Überfluss.
Und Jesus, wir empfangen das jetzt. Wir danken dir, dass du den Tisch bereitet hast. Und ja, wir wollen uns aufmachen, an diesen Tisch zu gehen und uns auf den Weg machen, abzuholen, was du für uns bereitet hast. Weil wir wissen, dass du für uns den Tisch bereitet hast, weil wir wissen, dass du für uns Dinge vorbereitet hast. Und wir empfangen das, Jesus, aus deiner Hand. Ja, vielleicht fragst du Gott einfach gerade einmal, was hast du für mich auf den Tisch gelegt? Frag ihn das doch mal. Vater, was hast du auf diesen Tisch für mich gelegt? Ich sehe, für manche hat er so einen Kelch bereitet, der voll seines Friedens ist. Und er reicht ihn dir und sagt, trinke aus meiner Ruhe. Trinke aus meinem Frieden. Trinke aus meiner Leichtigkeit. Und spüre, wie diese Ruhe und dieser Frieden jetzt durch den ganzen Körper fließt und dich komplett ruhig stellt. Und alle Sorgen verblassen, alle Ängste gehen und Frieden einkehrt. Ja, und ich sehe auch einen Kelch von so einer übernatürlichen Freude. Gott sagt, ich will, dass du Freude hast. Nimm diesen Kelch und trink. Was immer Gott jetzt dir einschenkt in den Kelch. Du darfst es nehmen und es trinken. Ja, wir werden jetzt einfach in eine Zeit gehen. Bleibt einfach in dieser Haltung der Begegnung mit Jesus, wenn ihr mögt. Wir werden jetzt nochmal kurz eine Zeit haben, wo wir auf den Vater hören und schauen, was er für Einzelne in unserer Mitte mitgebracht hat. Und ihr dürft einfach das empfangen. Ich wollte fragen, gibt es eine Elisabeth hier? Kannst du einfach mal, wenn du Elisabeth heißt, deine Hand heben? Okay. Gibt es eine Lisa hier? Ah, okay. Richtig stark. Nochmal? Könnt ihr nochmal eure Hand richtig weit hochheben, dass ich das auch sehe? Okay. Richtig stark. Ja, ich hatte so ganz klar so diesen Namen gehört und ich hatte so ein Bild von einer Person, die so eine Art Stützstock hat und so den Eindruck, den ich hatte, was der Vater, was Papa Gott, und ich glaube, das sogar für euch beide sagen möchte, ist, dass also ich habe gesehen, wie diese Stütze weggegangen ist und wie er also die Stütze mehr im Sinne nicht einer, die Stütze war mehr da, weil was anderes da war, was euch gehindert hat, weil eine Verletzung da war, weil eine Krankheit da war, weil das, also es bricht etwas Neues an, diese Stütze, die wegfällt. Ich hatte so stark den Eindruck, dass eine neue Kraft in euch kommt, dass eine neue Heilung geschieht in euch. Ich glaube, es geht mehr um inneren Prozess, also um was Äußeres. Eine Schütze hilft ja bei einem physikalischen Problem, aber es ist, glaube ich, mehr eine innere Heilung, das, wo er eure Seele heilen möchte. Ja, ich segne euch und diese Prozesse in euch und da wo ein neues Kapitel anbricht jetzt bei euch, ist jetzt wirklich frei. Danke, Vater, dass du was Neues tust in ihnen, dass alte Sachen von ihnen abfallen, dass du neue Freiheit schenkst
dass sie diese alten Stützen nicht mehr brauchen, sondern dass du was Neues bringst, dass du neue Kraft bringst, dass du neue Freiheit schenkst, dass du wirklich tief innerlich heilst, dass du seelische Wunden heilst, ja, familiäre Wunden heilst, wo Verletzung geschehen ist. Ja. Danke, Jesus. Ich hatte auch noch ein Wort für euch alle. Ich hatte so eine Kernfusion vorhin gesehen, bevor wir hergekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Bei einer Kernfusion, da interagieren bestimmte Moleküle und Atome miteinander. Wird eine unglaubliche Energie freigesetzt. Und ich hatte so stark diesen Eindruck, dass ihr, dass in euch, dass Gott in euch heute und auch in der kommenden Zeit, dass wirklich so eine Kernfusion stattfindet von seiner Liebe, von was aus innen heraus euch, ja, bei einer Kernfusion wird so viel Energie freigesetzt, das ist wirklich absolut krass, da werden Moleküle und Atome, also die gehen in den anderen Zustand, sie verbinden sich, es passiert was ist wirklich eine Veränderung, also da werden physikalische Sachen verändert und ich glaube, dass so eine Freiheit dadurch kommt, dass so eine Energie freigesetzt wird, also ich habe mir das richtig wie so eine Explosion vorgestellt, so hatte ich das vor Augen, wie eine Atombombe, die explodiert und ich glaube, dass wirklich so Korsetts abfallen, ich weiß nicht, ob Leute ja auch körperliche Schmerzen haben, ich hatte aber so richtig gesehen, dass wie so Korsetts, die einen einzwängen, dass die freigesprengt werden, dass wirklich Freiheit passiert, durch so eine Kernfusion, durch die Liebe des Vaters in euren Herzen. Und ich möchte es über jedem freisetzen jetzt. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du uns so, so sehr liebst, dass du alles gegeben hast, weil du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Danke, dass eine Kernfusion in dieser Gemeinde passiert, an diesem Ort, bei den Christen an diesem Ort, in eurem Alltag, an eurer Arbeit, dass ihr spürt, wie eine Explosion in euch ist von Gottes Liebe, dass ihr so eine Liebe habt für die Menschen um euch, dass wirklich Korsetts abfallen von euch, dass es überschwappt, dass es aus dem Zelt überschwappt, dass andere Menschen freigesetzt werden, dass Korsetts von euren Kollegen abfallen, von euren Kindern, von euren Eltern, egal wo ihr seid, in der Schule, in der Arbeit, wo auch immer, dass so eine Freiheit da ist. Ja, danke, Jesus, dass du Freiheit schenkst, dass du Freiheit bist. Danke, Jesus, dass du in uns bist. Ja. Ja, danke, Jesus, wir empfangen das. Danke. Danke für alles, was du hier tust, was du jetzt gerade freigesetzt hast, was du in Herzen jetzt angestoßen hast, wo du Menschen berührt hast, Jesus, danke dir. Ja, ich will gerne eure Zeit ehren, ich glaube, wir sind ein bisschen drüber. Wir hatten noch ein paar Eindrücke und ich werde die einfach teilen und ihr könnt gerne, wenn ihr davon angesprochen seid, wenn das für einen von euch passt, wenn das Wort auf euch zutrifft, könnt ihr einfach nach dem Gottesdienst zu uns kommen. Wir sind dann gerne bereit, einfach für euch zu beten. Wir werden einfach hier vorne noch bereitstehen. Wir hatten ein paar Worte, wo Gott uns Dinge gezeigt hat, die er heilen möchte, wo er Heilung schenken will. Und das waren, einmal hatte ich so gesehen, dass Gott Leute heilen will, die Schmerzen in den Knochen haben, also die Rheuma haben. Und ich hatte auch speziell in den Händen, also irgendwie Fingerrheuma. Aber generell Rheuma, wenn es dich betrifft, kannst du einfach gern zu uns nach vorne kommen, wir beten für dich. Dann hatten wir, ich hatte so das Bild von so einem Unfall und so einem Trauma, das dadurch entstanden ist, ein Unfalltrauma. Wenn du irgendwo noch Schmerzen hast aufgrund eines Unfalls, kannst du gerne kommen. Du hattest auch noch was, Joni, ne? Ja, ich hatte noch, wenn jemand Probleme im rechten Knie hat, und im Gehirn, also auch bei, wo vielleicht Bereiche im Gehirn nicht funktionieren, bestimmte Verbindungen nicht da sind, genau, ja. Mir ist auch noch eine Sache eingefallen, Hautkrankheiten, also irgendwie Hautkrankheiten, irgendwie Juckreiz. Kommt einfach zu uns, wir beten gerne für euch und wir haben es erlebt, dass Jesus heilt, dass er Wunder tut und wir beten gerne für euch.